Sascha für netbooknews.de immer noch auf dem Intel-Stand und wir schauen uns gerade ein Ultrabook an. Das haben wir irgendwie total verpasst während der CES und auch jetzt hier auf dem Showfloor. Und dabei hat es das eigentlich gar nicht verdient, weil das ist so ziemlich... Ja, es ändert sich im Moment. Ich fand erst das Lenovo unheimlich geil, da fand ich das Fujitsu klasse. Aber ich glaube, Samsung ist im Moment den Vogel abgeschossen. Samsung Series 5 Ultrabook, 13.3 Inch, 1366x768 ist die Auflösung. Hat ein Core i5 oder ein Core i7 eingebaut, in diesem Fall ist der Core i7. Der hat hier übrigens 8 GB RAM, haben sie da reingequetscht. Hat eine 220 GB SSD, die auch noch wirklich sau schnell ist. Ansonsten habe ich schon gesagt, 1366x768 ist die Auflösung. Ein mattes Display, ganz großartig Samsung. Ihr seht, dass die Blickwinkel ganz prima sind. Ein tolles, schicker Keyboard, hier verbiegt sich nichts, das ist alles super verarbeitet. Große linke und rechte Shift-Taste, alle Tasten sind gut erreichbar. Riesengroßes Trackpad und ganz neu bei den Ultrabooks, separierte Mausbuttons. Das gab es sonst, glaube ich, so noch nicht. Wir haben die alle immer hier so im Trackpad eingebaut. Das ist für mich ehrlich gesagt ein bisschen zu fisselig. Halt, ich sehe gerade, das Toshiba Protégé 830 hat auch noch separate Mausbuttons. Also ist das Samsung dann doch nicht das erste, aber ein weitaus größeres Trackpad und weitaus größere Maustaste. Wir schauen uns das Gerät mal selber an, also einmal drumherum. Erstmal ist es super leicht, das ist das erste, was mir auffällt und auch ordentlich dünn. Ein 4-in-1 Card wieder, haben wir jetzt zwei USB 2.0 Anschlüsse. Die haben wir ungefähr gar nichts. Dann haben wir auf der Seite Micro Digital Screen Display Port, genau. Dann haben wir einen Anschluss fürs Headset und Mikrofon, HDMI-Ausgang, USB 3.0 und dann nochmal einen Anschluss für euer LAN-Kabel und letztendlich Anschluss fürs Netzteil. Auf der Rückseite ist ungefähr gar nichts. Akku ist wieder fest verbaut, aber wir haben jetzt hier ganz einfach eine Schraube lösen und dann kommt ihr direkt an die Festplatte bzw. die SSD oder an den Arbeitsspeicher dran, den ihr dann entsprechend aufrüsten könnt. In diesem Fall wird das schwierig, weil hier sind schon 8 GB drin. Ihr seht, wie unheimlich dünn die Kiste ist, sehr leicht, sieht schick aus, macht einen schlanken Fuß und ja, gefällt mir unheimlich gut. Ich glaube, es ist Magnesium, damit nicht alles täuscht. Kein Aluminium, es muss Magnesium sein. Behaupte ich einfach mal ganz frech so. Ich mache die Kiste nochmal auf und dann seht ihr auch diese Instant-On-Funktion innerhalb von einer Sekunde, anderthalb, außen Standby, Klappe auf und schon könnt ihr losarbeiten. Was ich euch zeigen möchte, ist ganz einfach die Performance von der SSD. Wir machen jetzt mal hier zusammen einen kleinen Reboot und ich gucke jetzt mal hier auf die Uhr, wie lange der ganze Spaß dauert. So, ab geht die Post und dann gucken wir mal. Ich sag mal so 20, 25 Sekunden sind wir wieder da. Jetzt sind jetzt 5 Sekunden vorbei, jetzt sind wir bei 10 Sekunden, da war der BIOS-Screen wieder da. Dann sind wir jetzt bei 15 Sekunden. Und jetzt geht es langsam Richtung Desktop. Jetzt sind wir bei 20 Sekunden. Ja, ich würde sagen 21 Sekunden Reboot, seid ihr wieder auf dem Desktop. Zeigt mir ganz einfach, wie viel Performance die kleine Kiste hier hat. Das ist das Samsung Series 5 Ultrabook in meinen Augen. Ganz heißer Kandidat für das schönste Ultrabook, schnellste, wie auch immer. Ich weiß, es kommen noch eine ganze Menge. Im Moment rockt das Ding auf jeden Fall. Samsung Series 5, ich bin Sascha von netbooknews.de. Vielen Dank fürs Zusehen.